Hallo, wir wollen heute diese kleine Ente machen. Alles, was ihr dafür braucht, ist euer Lumen und einen Haken. Wir benutzen immer zwei Gummibänder. Euren Lumen setzt ihr so zusammen, dass die mittlerste Reihe um einen Stab nach außen versetzt ist und legt ihn genau so vor euch hin. Wir benutzen immer zwei Gummibänder und wir beginnen ganz oben in der Mitte. Zuerst spannt ihr zwei Gummis von der Mitte nach links. Dann geht ihr von der Mitte nach rechts. Nun geht ihr auf der linken und auf der rechten Seite zweimal gerade nach unten. In der Mitte geht ihr dreimal gerade nach unten. Und 3. Nun schließen wir das Stück. Dafür geht ihr von links auf den mittleren Stab und auf der rechten Seite auch wieder. Dann geht ihr noch einmal in der Mitte gerade nach unten. Nun folgt der Körper. Geht von der Mitte nach links. Dann geht ihr von der Mitte nach rechts. Und nun wieder. Zweimal links und rechts gerade nach unten. Eins und 2. In der Mitte geht ihr wieder dreimal gerade nach unten. Und 3. Nun schließen wir dieses Stück wieder. Geht dafür wieder von links auf die Mitte und das gleiche auf der rechten Seite. Wenn ihr das habt, wollen wir nun unsere Flügel vorbereiten. Dafür geht ihr wieder ein Stückchen nach unten. Ihr nehmt wieder zwei Gummibänder. Geht auf den nächsten freien Stab auf der linken Seite, auf der Reihe. Geht da dreimal gerade nach unten. 2, 3. Dann geht ihr am Anfang der Reihe auf die Mitte, auf den nächsten freien Stab. Nun von der mittlersten Reihe zweimal gerade nach unten. 1, 2. Und jetzt schließen wir das Stück. Jetzt nehmt ihr noch einmal ein Gummi und umwickelt auf der linken Reihe den letzten Stab. Darauf legen und mehrmals umwickeln. Nun lumen wir das Stück ab. Zuerst machen wir die beiden rechten Gummibänder. Geht dafür in den umwickelten Gummi hinein. Holt euch die obersten beiden und bringt sie nach rechts. Nun machen wir das kurze Stück zweimal gerade nach oben und einmal wieder nach links.
Und nun machen wir noch das lange Stück. Dann nehmt ihr euch wieder zwei gelbe Gummibänder und diese beiden zieht ihr, also ihr geht erstmal mit euren Haken an den Anfang des Flügels, geht ihr hinein in die Gummis, zieht diese beiden Gummibänder dahin durch, bringt alles auf euren Haken und jetzt hebt ihr das ganze Stück ab und das Stück, was ihr auf euren Haken habt, befestigen wir nun an der rechten Seite des Körpers. Dafür einfach oben die ersten beiden Schlaufen kommen auf den ersten Stab. Und die anderen beiden kommen auf den zweiten Stab, auf den unten drunter. So, und unser erster Flügel wäre befestigt. Dieses Stück machen wir jetzt noch einmal. Geht wieder nach unten auf die linke Reihe. Geht auf den nächsten freien Stab und von da an dreimal gerade nach unten. 2, 3. An den Anfang der Reihe geht ihr nun einmal nach rechts auf die mittlerste Reihe. Von da geht ihr zweimal gerade nach unten. Und das Stück schließen. Jetzt nehmt ihr wieder einen Gummi, umwickelt den letzten Stab auf der linken Reihe. Und nun lumen wir zuerst die beiden rechten Bänder ab. Geht wieder hinter den umwickelten Gummi, holt die obersten beiden. Und bringt sie nach rechts. Dann lumen wir das kurze Stück wieder ab. Zweimal gerade hoch. Und dann geht ihr wieder nach links. Und jetzt noch das lange Stück. Dann nehmt ihr euch wieder zwei gelbe, geht mit euren Haken an den Anfang des Flügels, mit euren Haken durch die Gummibänder hindurch, zieht die anderen zwei da hindurch, legt alles auf euren Haken und zieht das ganze Stück ab. Und dieses Stück befestigen wir nun wieder an unseren Körper, nur diesmal auf die linke Seite. Dafür setzen wir die ersten beiden Schlaufen auf den zweiten Stab und die anderen beiden kommen auf den Stab darüber, an den Anfang des Körpers. Somit haben wir immer das kurze Stück auf der Unterseite des Flügels. Nun machen wir unsere Füße. Dafür nehmen wir Orange. Ihr nehmt euch einen Gummi, wickelt diesen dreimal um euren Haken. 1, 2, 3. Das gleiche macht ihr gleich nochmal. 1, 2, 3. Dann nehmt ihr euch zwei Gummibänder. Und jetzt bringen wir die beiden Stücke auf die Gummibänder darauf.
Nummer 2. Legt alles auf euren Haken und dieses Stück befestigt ihr nun auf den rechten untersten Stab. Das ganze Stück einfach darauf legen. Dreht es nach unten. So. Und das machen wir jetzt noch einmal. Ein Gummiband dreimal darum wickeln. Das Ganze noch einmal. Und zwei Gummibänder dahin durchziehen. Alles auf den Haken bringen. Und das Stück kommt auf die linke Seite des Körpers. Nehmen und auf diesen Stab bringen. Jetzt fehlen uns noch der Schnabel und die Augen. Wir machen zuerst die Augen. Nehmt euch einen schwarzen Gummi, wickelt diesen auch dreimal um euren Haken, dann nehmt ihr einen weißen, diesen legt ihr hinter das Schwarz, wickelt den Gummi einmal um den Haken und wieder hinter das Schwarz bringen und nun noch zweimal darum wickeln und vor dem Schwarz lassen. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal. Den schwarzen Gummi dreimal darum wickeln, einen weißen hinter den schwarzen Gummi legen, einmal umwickeln und wieder hinter das Schwarz, nun noch zweimal, aber vor das Schwarz wickeln. Dann nehmt ihr euch einen gelben und diesen ziehen wir nun durch die Stücke hindurch. Dann nehmt ihr euch euren Loom. Und dieses Stück wird genau in die Mitte des Kopfes gebracht. Das eine Ende auf den linken Stab und das andere auf den rechten. Nun die Augen nach links und nach rechts schieben. Dann habt ihr in der Mitte zwei Gummibänder. Ihr geht mit euren Haken da hinein und das oberste hebt ihr auf den obersten mittlersten Stab darauf. Jetzt machen wir unseren Schnabel. Ihr nehmt dafür wieder einen orangenen Gummi. Wickelt diesen dreimal um euren Haken. Nehmt euch zwei weitere. Diese beiden zieht ihr nun dahin durch. Auf den Haken legen und das Ganze noch einmal wieder zwei Stück und diese beiden nochmal da durchziehen. Dann nehmt ihr euch einen gelben, zieht diesen auch dahin durch und dieses Stück befestigen wir nun auch und es kommt genau unter die Augen. Das eine Ende auf den linken Stab, das andere Ende auf den rechten. Dreht den Schnabel gleich zurecht. So. Nun wollen wir noch unsere drei Reihen miteinander verbinden. Dafür nehmt ihr euch immer einen gelben Gummi. Der erste kommt
auf die beiden Stäbe, wo unsere Füße darauf sind, von links nach rechts. Und das oberste Stück des Gummis nehmt ihr und legt es auf den mittlersten Stab, so dass sich diese Dreiecke bilden. Das gleiche macht ihr auf den nächsten Stäben, wo die Flügel mit befestigt sind, und wieder den mittleren Gummi nach oben. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal auf unseren Kopf, genau da, wo der Schnabel befestigt ist, von links nach rechts. Das obere Stück auch auf den mittlersten Stab bringen. Und nun können wir anfangen. Und nun geht ihr wieder nach unten und umwickelt den letzten mittlersten Stab. Einen gelben nehmen und mehrmals darum wickeln. Jetzt können wir anfangen zu lumen. Zuerst wollen wir die beiden rechten Gummibänder. Dafür geht ihr in eure Gummis hinein, holt euch die obersten beiden und bringt sie nach rechts. Das gleiche machen wir mit den linken beiden. Wieder in den umwickelten hineingehen und nach links. Und noch einmal für die Mitte, die letzten beiden und nach oben. Zuerst machen wir jetzt die mittlere Reihe bis zum Anfang des Körpers. Und nun machen wir die linke Reihe und die rechte Reihe bis nach oben. Hinter alle Gummis gehen und nur die untersten beiden holen. Nun machen wir den Halt, nur die untersten beiden. Jetzt wieder zuerst die rechten beiden Gummibänder nach rechts, dann die linken beiden, auch wieder immer die obersten Gummibänder und die mittlersten. Bei den mittlersten gleich den Schnabel mit genau in die Mitte bringen. Nun machen wir wieder zuerst die mittlerste Reihe fertig. Und jetzt die linke Reihe und die rechte. Wenn ihr das habt, dreht ihr euren Loom so vor euch, dass ihr den Anfang des Kopfes vor euch habt. Nehmt euch nochmal einen gelben Gummi, geht mit euren Haken in den obersten Stab durch alle Gummis hindurch und diesen einen Gummi ziehen wir da heraus, alles auf den Haken und nun die vorderste Schlaufe durch die hinterste hindurchziehen. Und den Gummi anziehen. Und jetzt können wir alles abziehen. Ganz oben am Kopf helft mit euren Haken nach. Dann könnt ihr auch gleich euer Gummiband noch ein Stück anziehen und nun den Rest abziehen. An dem Stück, wo der Körper beginnt, auch nochmal nachhelfen.
und den Rest abziehen. Legt den Lumen beiseite. Nun bringen wir noch alles in Form. Die Augen. Und fertig ist unsere kleine Ente. Ich wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!